auf meiner Visitenkarte steht natürlich mein Name und Geschäftsführer in der Gesellschaft. Ich bin gerade dabei, Unternehmen im Bereich E-Bike aufzubauen, wobei wir teilweise neue Wege beschreiten, sage ich mal, weg von der traditionellen E-Bike-Verkauf- und Geschäftsidee. Wir sind das erste Mal im Dezember letzten Jahres zusammengesessen und haben die Idee geboren, dass wir neuwertige refurbished E-Bikes anbieten wollen. Und das, was wir momentan am meisten begeistert, obwohl wir Lockdown haben, dass die Idee dermaßen gut aufgenommen wird und die Kunden so ein positives Feedback haben. Das heißt, wir haben momentan, glaube ich, 90% neuwertige E-Bikes verkauft und nur 10% neue E-Bikes und dass diese Idee wirklich gut im Markt aufgenommen wird. Aufgrund von meinem beruflichen Werdegang habe ich immer mit sehr effizienten Industrien und Standardisierung zu tun gehabt. Und die E-Bike-Industrie ist weit, weit davon entfernt, was oft sehr, sehr wirklich mühsam ist und beschwerlich. Die Zukunft bringt sicher auch weiterhin ein starkes Wachstum im Bereich E-Bike. Ich glaube, das Kaufverhalten wird sich ändern und es geht mehr hin zum Benutzen und wieder benutzen und weniger mehr zum Besitzen, sage ich mal. Das wird sicher die Zukunft in den nächsten Jahren bringen. In 5 Jahren werden wir sicher mehrere Geschäfte oder Standorte in ganz Österreich haben. Wir werden auch unterschiedliche Business-Geschäftsmodelle implementiert haben. Was wir sicher nicht machen werden, ist in den Online-Bereich hineinzugehen. Wir haben einen starken Fokus darauf gelegt, neuwertige refurbished E-Bikes zu verkaufen. Wenn man sich doch einiges an Geld erspart und wenn man halt eine Familie sieht, dann wollen nicht nur eines, sondern vielleicht 2 oder 3 E-Bikes haben, was eigentlich eine sehr, sehr große Investition ist. Und das ist ein wesentliches Standbein bei unserem Geschäftsmodell. Und ich sage, das ist eigentlich das andere im Gegensatz zur klassischen Industrie. Ich würde nicht sagen besser, ich würde sagen anders. Also wir verkaufen andere Modelle, wir verkaufen günstigere Modelle, also neuwertige, sage ich mal. Und das, was ich gelernt habe, man muss nicht alles selber machen. Ich habe das Lager outgesourced, ich habe den ganzen Servicebereich, also Radservice, E-Bike-Service, Refurbishment, alles ausgesourced. Keine Fixkosten, variable Kosten, sage ich mal. Und ich verstelle mir nicht die Geschäftsfläche. Das heißt, ich nutze schon sehr meine Erfahrung von meinem Berufsleben, wo ich sage, ich muss nicht alles selber machen, sondern ich nutze auch andere Outsourcing-Strategien zum Beispiel im Gegensatz zur klassischen E-Bike-Industrie. Jetzt habe ich Informatik und Wirtschaft, habe dann bei SAP bei einem großen Software angefangen, war Berater, war Bereichsleiter, war für ganz den Central Eastern Europe verantwortlich, war dann Geschäftsführer in Unternehmen, war sogar Vorstand, sage ich mal. Bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und vor 2, 3 Jahren hat mich der E-Bike-Virus zufällig erwischt und haben mir gedacht, jetzt nutze ich das in den letzten 2 Jahren und baue mal was in diesem Bereich auf, was eigentlich gut gelungen ist und was mich auch glücklich macht. Vernetzt denken und handeln, sehr rasch und sehr schnell umzusetzen und zu schauen, auch, wo funktioniert was gut und das auch einzubauen. Meine Mitmenschen und Mitarbeiter stört am meisten meine Ungeduld. Was natürlich auch ein Treiber ist, dass man rasch was umsetzen kann, aber ich sollte schon etwas geduldiger werden. Wenn man jetzt nach über einem Jahr Corona, also das wieder der alte Normalität zurückkehrt.